Leute, es wird wild. Denn dieses Modell hier wirft so viele Fragen auf. Und einige davon werden wir auch beantworten können. Und zugleich macht es viel Vorfreude, zeigt allerdings auch eine ziemlich beängstigende Zukunft auf. Und es gibt hier einfach so viel zu berichten, dass ich gar nicht genau weiß, wo ich eigentlich anfangen soll. Aber darüber mache ich mir am besten nach dem Vorspann Gedanken. LGB hat mal wieder eine Formneuheit rausgehauen und dieses Mal offenbar nicht einfach nur um eine Neuheit zu bringen, sondern wirklich mit einer ganz schönen Portion Herzblut. Ich beschäftige mich jetzt ungefähr so seit einer guten Woche mit dem Ding. Also das heißt, ich schaue sie seit einer Woche an, weil gefahren ist sie bisher nur 5 Meter vor und zurück. Das liegt nämlich daran, weil wir gerade unseren kompletten Garten auseinandergenommen haben. Aber bei diesem Ding hier ist so viel los und so viel, was wirklich gut durchdacht ist, da hat man das Gefühl, dass es nicht nur unbedingt alles nur um Fanservice geht. Aber ihr wisst natürlich, worum es hier geht. HG442. Und ist es jetzt wirklich Liebe auf den ersten Blick? Ich sag mal, es schadet der Beziehung noch nicht unbedingt. Ich glaube, wir müssen jetzt an dieser Stelle nochmal für ein bisschen Hintergrund sorgen, für alle, die glauben, dass Zermatt die Siegbedingung beim Schach ist. Wenn man die Alpenluft auf der Gartenbahn nachstellen möchte, ist man bei Merglin bisher eigentlich kaum an der Rätischen Bahn vorbeigekommen. Die hingegen verlässt aber den Schweizer Kanton Graubünden nur sehr, sehr ungern. Und wenn man dann weiter Richtung Süden möchte, dann ist man auf die Matterhorn-Gotthardbahn angewiesen. Ein Thema, was bisher bei unseren Modellen eigentlich eher stiefmütterlich behandelt wurde. Und noch spannender wird es dann, wenn man den Glacier-Express von St. Moritz nach Zermatt befahren möchte. Dann wird nämlich an der Kantonsgrenze von Graubünden nach Uri, in diesem Falle in Disentis, die Zuggarnitur einfach von der Rätischen Bahn abgestellt wie ein Scheidungskind und darauf gewartet, dass der Vater es wieder abholt. Und an dieser Stelle kommt die Matterhorn-Gotthardbahn ins Spiel. Die nimmt dann nämlich zum Beispiel eine solche HG442 und fährt die ganze Fuhre weiter bis nach Zermatt. Aber was steckt jetzt hinter dieser sympathischen asymmetrischen Frontscheibe? Direkt hinter der Frontscheibe steckt tatsächlich etwas. Ein ausgestatteter Führerstand. Und leck mich runter, nenn mich Helga, ich hätte nicht gedacht, dass wir das von LGB nochmal sehen werden. Aber fangen wir systematisch an. Die HG442 der Matterhorn-Gotthardbahn. In diesem Fall die Nummer 106 im aktuellen modernisierten Refit-Design. Benannt nach dem Gotthard-Massiv, viel nur aus den Verkehrsnachrichten bekannt. Das Vorbild der Lok ist von der ursprünglichen Furger Oberalbbahn in die MGB-Ehe gebracht worden und in dieser Form heute tatsächlich noch im Einsatz. Das Modell ist mit seinen 67 cm Länge so pipapo maßstäblich zum Original. Wobei das birgt natürlich das Risiko, dass die 10 cm zu kurzen Gechse hier etwas hemdsärmlich daherkommen. Aber irgendwoher muss die Gartenbahnoptik ja auch kommen. Wobei beim Thema Optik macht der Lok so schnell erstmal niemand etwas vor. Die markante kantige Gehäuseform, die sich sehr erfolgreich gegen CW-Werte und Designsprache wehrt, die typischen Sicken über dem Lokkasten und die feingliedrigen Kühlgitter mit angesetzten Metallgriffstangen. Die Modelle sind bei LGB in ihrer Detaillierung einen ziemlich weiten Weg gekommen, muss man sagen. Wie beim Vorbild ist die Lok steuerbordseitig auf Deutsch und Backbord auf Italienisch beschriftet. Dabei ist der Druck in gewohnter hoher Qualität. Aber wir müssen gerade eigentlich nochmal einen Schritt zurücktreten und über die Modellpolitik sprechen. Hier steht eine große Formneuheit einer Schweizer Schmalspurlok, die nicht von der RHB kommt. Und das ist mutig. RHB ist ja so ein bisschen wie AC/DC. Jeder kann sich darauf einigen, nichts wirklich Neues, aber die Fans werden es schon kaufen. Die MGB oder die ehemalige FO oder BVZ bieten so viele Möglichkeiten für die Zukunft. Also das Buffet ist reichhaltig und jetzt werden auch endlich die Teller reingetragen.
Man kann es Merklin eigentlich gar nicht hoch genug anrechnen. Das ist keine 4000 Euro High-End, ich möchte gern mit einem veganen Mikrofasertuch massiert werden, Lok, sondern Good Old Gartenbahn. Zum Spielen, zum Fahren, zum Gas geben, zum Spaß haben. Der Übergang ist natürlich mit der Glacier Express Lok für alle recht leicht verdaulich. Außer offenbar für Merklin selbst, die es bei der Anleitung erstmal verkackt haben und in alte Verhaltensmuster gefallen sind. Aber ich glaube, hier wird eine neue Ära eingeleitet. Vielleicht kann man ja bald ironiefrei die alten FO-Wagen fahren. Dabei ist das Modell nicht nur optisch, sondern auch mechanisch zu Ende gespielt. Hier fällt erstmal der absurde Ackstand der Drehgestelle auf. Das dürfte eigentlich so ziemlich die Grenze sein, was man durch Radius einschicken kann. Denn die Lok durchfährt Radius 1. Aber sind wir mal ehrlich, wer das macht, ist irgendwo falsch abgebogen. Dabei entwickeln die beiden Motoren eine Power, die wie Dünger für die Brusthaare wirkt. 6 Wagen stellen hier niemand vor Probleme. Auch am Berg nicht, auch in der Kurve nicht. Mach dir einfach keine Gedanken. Ja, und Sound gibt es auch. Hier ist Merklin-typisch die generische E-Lok, die wir 1999 bei der Durchfahrt in Oer-Erkenschwick Hauptbahnhof aufgenommen haben, .mp3 als Fahrgeräusch draufgeladen. Ein Kritikpunkt? Ja, kann man sagen. Es ist ja ein kompetenter Decoder verbaut und wie wir später auch sehen werden, ein dicker Lautsprecher eingespackst, denn Dezibel ist keine Disney-Prinzessin. Wieso wird man mit so einem Gummisound abgespeist? Über die Wagendurchsagen, die am besten unter der Lok zu hören sind, will ich mich nicht wieder echauffieren, aber diesmal gibt's das Ganze wenigstens für ein internationales Publikum. Welcome on board the Glacier Express. Chers passagers, permettez-nous de vous souhaiter la bienvenue. Herzlich willkommen, liebe Fahrgäste. Richtig witzig hingegen ist die F11. Dadurch wird zwischen dem Zahnstangenbetrieb und Adhäsionsbetrieb gewechselt, also soundwise. Die Zahnstange müsst ihr schon noch selber reinfriemeln, wenn das euer Kink sein sollte. Damit kann man dann allerdings auch Zahnstange spielen, ohne die entsprechende Hardware verbaut zu haben. Vor der Steigung einfach vorsichtig eine imaginäre Zahnstange anfahren, dann F11 drücken und wieder Gas geben. Das Ganze funktioniert auch mit einer richtigen Zahnstange in der Steigung und hier sollen laut Hersteller bis zu 12% möglich sein. Das sind ja Werte, von denen die SPD im Moment nur träumen kann. Das Ganze funktioniert dabei ohne Einfädelstrecke und ohne Geruckel beim Einfahren und noch besser ohne Schlupf an der Achse dank einer verkopften Getriebemechanik. Ich habe leider kein Gleis, das senkrecht die Wand hochfährt, dabei bleibe ich die Lastprobe am Berg schuldig. Aber gemessen an der Power, die schon im Adhäsionsbetrieb an den Tag gelegt wird, schrubbt die Lok wahrscheinlich eher die Zahnstange blank, bevor sie springt oder die Motoren die Füße hochreißen. Glacier Express in voller Länge, also ohne Einschränkung. Okay, ihr wisst, was jetzt kommt. Das ist der Moment, wo ich jetzt vollkommen unqualifiziert einen Schraubendreher in die Hand nehme und dieses 1490 Euro teure Modell auseinandernehmen werde. Okay, als erstes sehen wir hier diese Drehgestelle, einfach mit diesem wahnsinnigen Achsabstand. Und hier so eine Klappe. Da wüsste ich ehrlich gesagt gerne, wie das läuft. Deswegen fangen wir jetzt erstmal ganz naiv an und bauen das hier ab. Gerade die Mechanik mit den Zahnrädern ist ja eine spannende Geschichte, weil die dürfen ja nicht gleichlaufend sein mit der Achse, weil sonst hätte man einen Schlupf an der Antriebsachse. Das heißt, die müssten irgendwie untersetzt sein. Und das ist das, was ich sagte. Und also genau, das ist hier quasi, das ist hier der Antrieb für die Achse, ne, analog zu der Seite hier. Da unten ist ein schwarzes Zahnrad, das sieht man nicht, da geht direkt die Schnecke von der Motorwelle drauf. Und das hier ist der Antrieb. Das heißt, in dem Moment, wenn das Zahnrad greift, dann sieht man, dann läuft das da drunter, ansonsten läuft das einfach nur mit. Ansonsten ist die Unterseite eigentlich erstmal recht unspektakulär. Man spottet hier in den Tiefen da schon so die ein oder andere Gehäuseschraube. Okay, also jetzt waren das hier diese 8 Schrauben. Und jetzt sieht man tatsächlich, wie von Zauberhand. Moment, kann ich anfassen. Lässt sich jetzt schon das Gehäuse öffnen. Das heißt, jetzt drehen wir den Vogel um. Und dann schauen wir rein. Das war ja leicht. Ja, krass. Also, wir haben mächtige Gewichte. Wir haben hier unten als Grundplatte eine Stahlplatte. Das ist ja ganz neues Ding. Das habe ich ja so jetzt in der Form auch nicht erwartet.
Also klar, dass das Teil massiv zieht, weil das macht einfach richtig Gewicht. Hier unter dieser Käseglocke befindet sich wieder der Lautsprecher mit seiner Resonanzkapsel. Schallt hier toll nach unten ab, genauso wie man es sich vorstellt. Tatsächlich der Führerstand ist Teil der oberen Baugruppe, der Dachbaugruppe. Da gucken wir auch gleich nochmal rein, den will ich mir nochmal aus der Nähe anschauen. Und hier sehen wir jetzt einfach wieder ganz langweilig und bekannt die Basisplatine hier mit dem MFX-Decoder aufgesteckt. Ja, hier sehen wir die Pantographeneinheit, also die Motoren für das automatische Heben und Senken. Ja, eigentlich soweit so bekannt. Keine Überraschung an dieser Stelle. Haben wir umgedreht. Spannenderweise auch das Dach ist eher von der massiveren Sorte. Das ist alles ein Kasten hier. Das ist alles eine Form. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen, wie das mal aus der Form rausgekommen sein soll. Da war jemand richtig Smartes am Werk. Hier sehen wir dann die Führerstände. Hier ist die Seitenwand für den Maschinenraum. Das ist tatsächlich einfach nur so eine Kulisse. Und jetzt versuchen wir nochmal den Führerstand anzuschauen. Ich gehe mal da, da, da und da rein. So, wenn man da, warum auch immer, irgendwann mal ran wollen sollte, dann würde ich empfehlen, hier diese Platte einmal abzunehmen und dann mit einem feinen Schlitzschraubendreher hier vorne diesen kleinen Clip abzuziehen. Den hinteren braucht man nicht abzuziehen, der sitzt hier auch ein bisschen fester, aber da läuft das Kabel schon frei. Denn wenn wir das hier so abziehen, dann kommt dahinter schon die Platine für die Frontbeleuchtung zutage. Dann lässt sich das abmontieren. Und das Bedienpult ist jetzt noch da oben mit diesen Schrauben gesichert und hier eingeklemmt bei der Platine. Aber die kann man einfach nach da ausziehen, nehme ich mal an. Ja, die bewegt sich, genau. Das heißt, jetzt muss das da einmal gelöst werden. Und dann können wir uns direkt anschauen. Diese Schraube hier ist relativ leicht zu lösen. Die da auf der anderen Seite ist quasi direkt aus der Hölle. Daher, wenn man das hier so ein bisschen anlöst, dann kriegt man mit einem, wenn man da so ein bisschen drunter geht, hier vorne das Armaturenbrett rausgedrückt und hat dann hier ein direktes Schraubenloch zu dieser Schraube. Aber was wir ja eigentlich sehen wollten, ist das hier. Und außerdem, weil ihr es wohl irgendwie gern habt, wenn ich Modelle auseinanderbaue. Tja, so sieht das Ding aus. Hat jetzt nicht unbedingt so 443 Niveau mit beleuchteten Displays und allem. Aber auf jeden Fall schon mal um Längen besser als 441 und 662. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Also, wem beim Preisschild eben kurz vor Schreck sein japanisches Kobe-Rindfleisch in die getrüffelte Rotweinsoße gefallen ist, ja, wir haben jetzt auch bei knapp kalkulierten Straßenpreisen einen komfortablen Sicherheitsabstand zur 1000-Euro-Marke. Für große Loks vierstellig zu bezahlen, ist ja keine neue Erfahrung. Aber wer die HG442 in einen Topf mit der G443 wirft, der muss sich eines Besseren belehren lassen. Ist sie denn ein gutes Modell? Klares Ja. Ist sie fast 1500 Euro wert? Naja, man bekommt viel Lok fürs Geld. Und wenn es darum gehen würde, würde ich jeden Capricorn für sie wieder abgeben. Aber in jedem Fall tut es weh. Neue Hobbyisten wird man damit eher abschrecken. Also ist sie jetzt doch nur Fanservice? Also ist das jetzt der dicke Paukenschlag für 2024? Da kommt ja noch so das ein oder andere fette Ding auf uns zu, aber ich glaube, das hier ist schon mein Favorit. Und sagen wir mal ganz ehrlich,
das macht ja einen riesen Fass auf. Ja, jetzt kommen wir erstmal hier mit und dann kommt vielleicht das Ganze als Matterhorn-Gotthardbahn-Lackierung, dann kommt die Furka-Oberalb-Lackierung und dann kommt die BVZ-Lackierung und dann kommt die BVZ-Alt-Lackierung und dann kommt dazwischen das Jubiläumsmodell, dann kommt die Autoverlad-Furka-Lackierung, dann kommt die Gorner-Grazer-Matt-Marathon-Lackierung, dann kommt die 100 Jahre Gletsch-Lackierung.